Liebe Freunde der Europäischen Hausparlamente, liebe Freunde von Pulse of Europe, herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft, mit der Sie sich für ein starkes und demokratisches Europa einsetzen. Unser Europa, so wie es heute ist, hat sich nicht von heute auf morgen, sondern durch gemeinsame Anstrengungen von einem demokratischen und starken Europa entwickelt. Im Zentrum stand und steht dabei das Ringen um die beste Lösung. Auch im Rahmen der Konferenz für die Zukunft Europas haben wir klargemacht, Europa muss noch stärker, demokratischer und handlungsfähiger werden. Die 8. Runde der Europäischen Hausparlamente hat sich mit 3 Themenbereichen beschäftigt. Ich freue mich über die Gelegenheit, diese heute aus meiner Sicht, was europäische Demokratie bedarf, kurz zu beleuchten. Die Einführung eines europäischen Bürgerentscheids ist eine komplexe Angelegenheit, die viele politische, rechtliche und praktische Überlegungen erfordert. Wir haben bereits das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative, um Anliegen aus der Bürgerschaft auf die europäische Tagesordnung zu bringen. Wir dürfen aber eines nicht vergessen: komplexe Fragen, und davon haben wir in Europa sehr viele, lassen sich meistens nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Der Teufel liegt oft im Detail. Aber keine Frage, wir müssen in Europa mehr Demokratie wagen. Das Europäische Parlament ist dabei die Herzkammer der europäischen Demokratie. Und wir müssen das Parlament stärken. Hier muss der Präsident der EU-Kommission gewählt und alle Kommissare demokratisch legitimiert werden. Das Europäische Parlament braucht auch das Initiativrecht und parlamentarische Kontrollrechte. Wir wollen eine europäische Demokratie, die vor Ort verwurzelt, national eingebettet und europäisch legitimiert ist. Gleichzeitig erachten wir die Idee von transnationalen Listen nicht als vorrangiges Mittel, um europäische Demokratie zu stärken. Dennoch haben wir im Europäischen Parlament in einem Kompromiss mit den anderen Fraktionen letztendlich für diese gestimmt, um Europa als Ganzes zu stärken. Was am Ende zählt, ist, dass die Politik nah an den Menschen vor Ort ist. Als gewählter Abgeordneter ist es meine Verantwortung, direkt mit den Bürgern vor Ort zu sprechen, zu verstehen, zuzuhören, was die Menschen dort bewegt, um dadurch ihre Interessen in Brüssel und Straßburg vertreten zu können. Brüssel darf keine Blase sein. Wählerinnen und Wähler müssen wissen, wer sie auf europäischer Ebene vertritt. Sie müssen ein Gesicht vor Augen haben. Nicht zuletzt deshalb ist für uns als EVP-Fraktion das Spitzenkandidatenprinzip wichtig. Für mich ist wichtig, die Bürgerinnen und Bürger müssen über Partei, Programm und Kandidaten entscheiden und vor der Wahl Klarheit haben. Und das geht am besten eben durch die Wahlen. Und ich möchte keine Abgeordneten erster und zweiter Klasse. National gewählt, europäisch gewählt. Jeder Abgeordnete zählt und muss das Ganze im Blick behalten. Und zur dritten Frage zum Thema Migration. Eine ungelöste Migrationsfrage in Europa stellt nach wie vor eine riesige offene Wunde dieses Kontinents dar. Diese können wir nur auf europäischer Ebene gemeinsam schließen. Kein einzelner Mitgliedstaat, keine Region kann die Herausforderungen der Migration alleine bewältigen. Es braucht Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge. Und auf keinen Fall dürfen einzelne Regionen gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen eine klare Kontrolle der EU-Außengrenzen und wir brauchen Nachbarschaftsabkommen, beispielsweise mit Tunesien. Der Migrationspakt muss dieses Jahr im Europäischen Parlament verabschiedet werden. Lassen Sie mich abschließend noch eine Bitte äußern. Die Europäische Union mit all ihren Stärken und Schwächen wird immer mehr zur Zielscheibe von Angriffen und von Diffamierungen. Mir bereitet es Sorge, wenn heute Politiker öffentlich das politische Ziel ausgeben, diese EU muss sterben. Es gibt in unserem Land wieder politische Gruppen, die das Trennende in den Mittelpunkt rücken. Ja, es ist nicht alles perfekt, was auf europäischer Ebene beschlossen wird, genauso wie es nicht perfekt ist, was auf Bundes-, Landes- oder kommunalen Ebene entschieden wird. Aber mein Großvater, der im Zweiten Weltkrieg kämpfen musste und mir von seinen Kriegserlebnissen noch erzählt hat, würde heute sagen: Dieses heutige Europa ist das beste Europa, das wir je hatten. Lassen wir nicht zu, dass es attackiert und geschwächt wird, sondern arbeiten wir jeden Tag daran, es zu einem noch besseren Europa für die Menschen zu machen. Das ist unser Auftrag und dabei bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihr Engagement.